Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Intal mit dem Leo, mit dem Cossi, mit dem Florian und dem Sven. Einer. Moin Moin. Einer. Hi. Einer, ich bin Tom. Hallo, ich bin Tom. Ich habe tatsächlich, wann war denn das? Vergangene Woche habe ich auf der Hofbergmann gelotet, habe ich zwei Esel, ne? Ja. Zwei Esel. Und da habe ich Zuschauer gefragt, wie sollen die Esel heißen? Und 80% der Vorschläge kam Leo vor. Wow. Also ich werde sie nicht Leo nennen, ne? Nur so, aber fand ich schon ein bisschen komisch. Und was machen die Esel da? Also was produzieren die? Die laufen einfach nur rum und machen gar nichts. Sind einfach nur, weiß ich nicht. Man hat halt Esel am Hof. Zack, die neue Sämaschine drüber geschliffen über den Seedmaster. Ach, du hast gar keine Ahnung. Da kennt er nix, der Cossi. Ja, Deckel aufmachen. Was war das jetzt für Geräusch? Rolltreppe. Eigentlich könnte ich den Traktor vom Boxer abstellen und meinen Traktor nehmen, ne? Den Case. Eigentlich schon. Das wäre mal eine Idee, du. Bei welchem Feld musst du jetzt weitermachen, oder? Ich bin auf der 49. Dann gehe ich zu der 19. Oder ist da schon was drauf? Ja, das weiß ich nicht. Wie viele Düngerstufen haben wir denn eigentlich hier? Ich weiß es gar nicht. Eine, perfekt. Lass die jetzt ganz kurz hier stehen. Doch, da ist schon was drauf. Dann gehe ich zu der 40. Ja, ja. Beim Hof. Kommst du zu mir? Was soll ich da ansehen? Ja, weiß ich nicht. Müssen wir gleich mal verhandeln. Alles klar. Leo, wofür bist du? Wie bitte? Wofür bist du? Was soll man ansehen? Auf welches Feld denn? Auf die 40? Ja. Wir haben tatsächlich Weizen haben wir noch ein bisschen im Lager. Gerste haben wir auch noch ein bisschen im Lager. Sonst sieht es eher mau aus. Sonnenblumen bräuchten wir vielleicht noch ein paar. Und wie ist das mit Raps wegen Diesel? Oder brauchten wir das nicht jetzt? Ja, Raps haben wir leer, aber wir haben den Raps direkt in die Produktion gebracht damals. Ah, okay. Ja, gut. Müsste noch ein bisschen was drin sein eigentlich. Glaube ich. Hoffe ich. Florian, du musst hier Paletten hinbringen. Du kannst dir das nicht ganz normal so aufladen. Ja, was brauchst du denn da unten? Oder weiß ich, andere Sorten, Weizen oder sowas? Werner, beim Seedmaster. Beim Seedmaster kommen Weizen oder Gerste? Da haben wir beides am Hof. Schau mal bei der Raffinerie. Da gibt's der. Oder du fährst halt weiter. Da habe ich das ja her. Von Werner sollte ich, glaube ich, hier gucken. Gehört habe. Ja, aber wie gesagt, das sind Schmierstoffpaletten. Ja, ist mir jetzt auch aufgefallen. Ah, sind wieder welche nachgekommen? Von diesen Schmierstoffdingern? Bei der Raffinerie? Ja. Aber nee, habe ich nicht geguckt. Muss ich mal gucken. Ja, was wollen wir denn ansehen, Werner? Ja, ja, das klingt gut, ja. 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 Also meinetwegen irgendwas zwischen Sonnenblumen und Sojabohnen. Aber wie gesagt, macht gerne Vorschläge, wenn ihr andere Meinung seid. Was wollen wir denn als nächstes produzieren? Das ist eine gute Frage. Das Problem ist halt, wir haben halt noch keine Tiere, ne? Du kannst halt mit Milch und so weiter, kannst halt wirklich sehr, sehr, sehr viel machen. Ja, wir können Weizen ansehen, dann können wir Mehl produzieren. Das wäre eine Möglichkeit. Wir können... Ja, wenn wir Mehl haben, Sonnenblumen und Dinkel, können wir Brot produzieren. Molkerei fällt weg. Zuckerproduktion... Ey, haben wir nicht Zuckerrüben? Ja. Die können ja wir in Zuckerproduktion bringen. Ein bisschen Wasser bei und dann können wir Zucker produzieren. Zum Beispiel. Okay. What?
Wasser, Mist, Dünger. Nee, haben wir auch nicht. Haben wir auch nicht. Trauben? Wie bekommen wir denn Trauben? Gewaschene Kartoffeln. Oh, nee, da. Wolle haben wir auch nicht. Hopfen, Wasser, Gerste, dann können wir Bier produzieren. Haben wir auch nicht. Ja, wie gesagt, wir brauchen eigentlich alles. Es ist quer durch die Bank, wir brauchen alles. Dann nehmen wir mal was jetzt. Fangen wir mit Weizen an, meinetwegen. Weizen brauchen wir sehr viel, habe ich gerade gesehen. Wir brauchen Weizen an 3 oder 4 verschiedenen Standorten. Okay. Kartoffeln brauchen wir auch. Aber wir können nicht alles auf einmal machen, das funktioniert nicht. Ne? Das geht nicht. So. GPS haben wir hier, ja, ne? Jo, haben wir. Haben wir. Wie ich sagen würde, GPS ist da. Richtig. Wunderbar. Wo muss man denn bei der Tankstelle am Hof das abladen? Da ist so eine Halle, wo ein Drehschemel drin steht. Das ja, die so habe ich gefunden, aber ich finde den Trigger irgendwie nicht. Findest den Trigger nicht? Muss immer rund ums Gebäude gucken. Irgendwo guckt da ein Rohr aus der Wand raus. Ich glaube, das ist es. Ja, das habe ich aber irgendwie. Kommt doch nichts. Dort lasse ich mal rein. Jumping Jack Flash und dann gucken wir mal nach. Hey, wer läuft denn noch rum? Wow. Wolltest du die Zeit vielleicht ein bisschen vorspulen? So 15, bis ich den Anhänger einmal voll habe mit Kompost? Natürlich wollen wir das. So. Wow, du bist echt voll geworden mit dem Anhänger? Wow. Servus. Servus? Wer hat da gerade Servus gesagt? Hm? Alles gut. Ach so, im Hof läuft so ein Typ rum, der sagt die ganze Zeit Servus. Der Sepp. Schon, du hast jetzt Hallo. Nee, der Sepp läuft rum. Nur die Katze eben gehört. Und da hinten läuft noch ein Hund, aber wo du jetzt hier den Menschen spazieren gehen siehst. Bei mir läuft da jemand rum. Wo? Hier, direkt auf meinem beim linken Reifen bei mir vorne. Da steht links, jemand. Was soll ich denn hier? Das schon mal weiter mich. Nein! Wow. Nee, du hast recht, man kann es nicht ablernen hier, ne? Oder liegt das an dem Fass? Glaubst du? Jetzt haben wir, ja, weiß ich nicht. Weil hier, das soll das denn sonst sein? Aber das Rohr hier, das müsste schon passen eigentlich, ne? Ja, so war das aber an der Raffinerie auch, da hatte ich auch so ein Teil. Und eben. Moment, ich habe es mal umgestellt. Aber das bringt nichts. Sehr komisch. Abkuppeln, Kippseite, Deckel öffnen, bringt auch nichts, ne? Nee. Das ist ja sehr komisch hier. Bist du schon am Komposter gewesen? Ja, da müssen aber ja die Schmierfässer. Ah, da war die Schmierstoffe, okay. Ich habe irgendwas machen können. Wurde ich schon weggeschaut vom Leo. Achso, ja, das ist auch richtig so, weißt du? Hier war es auch hier drin, ne? Ja. Das ist sehr komisch. Bei mir hängt auch dieser Schlauch 2 Kilometer weit weg, weißt du? Bei mir nicht. Hier läuft er. Redet. Ne, geht hier nicht rein. Das geht hier nicht rein. Kannst die Zeit wieder runterdrehen. Ja. Wir können es aber anders machen. Wollen wir uns nicht so einen großen Tank kaufen? Mobiler Lagertank. Was hältst du denn davon? Mobiler Lagertank? Kann man da raustanken? Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Könnten wir auch mal testen. Machen wir mit Laderohr und nehmen wir den in gelb und in so. Ich habe mal einen gekauft. Guck dir das mal. Vielleicht funktioniert das ja. Oh, ich komme hier nicht voran mit dem Ansehen, ne?
Warum hilft mir der Kossi eigentlich nicht? Wobei? Beim Ansehen. Ich bin doch am Ansehen. Ja, aber wir könnten doch das gleiche Feld ansehen. Mutti, Mutter sei. Was? Oh, ich bin schon wieder müde. Sven, erstmal nicht mehr verkaufen. Achso. Hast du mal auf den Preis geschaut? Der ist rot. Ne, der war eben auch schon rot, als ich verkauft habe. Ne, deswegen nicht. Wie viel gibt denn das noch? Zu wenig 1, wahrscheinlich. 1000, irgendwas. Nee, das, oh, alter Schwede, nee. Da waren wir auf 2000. Okay. Deswegen macht das keinen Sinn. Ich glaube, du kannst es am Hof aber einlagern. Ja, aber auch da ist ja noch mächtig Platz. Ja, wenn noch Platz ist, dann ist okay. Links. Aber wie gesagt, Sven, du könntest, wenn du Bock hast, ein bisschen Saatgut produzieren. Ja, mach ich. Sehr gut. Ah. Was ernten die... Jörgi, was erntest du gerade? Hafer. Kommt da Stroh hinten raus? Aktuell nicht. Also, wie viele Bahnen hast du noch? Warte. Am Hof sind nur noch Ballen. Am Hof sind noch Ballen. Ich glaube auch, ja. Ja, ich glaube zwei Hänger voll. Wir haben das damals ganz gut, vom, ja. Vom Hof auch hier rüber. Ja, wie gesagt, vier Bahnen. Ja, vier, ja, fünf. Da lohnt sich keine Ballen mehr zu machen. Das ist so richtig. Boah, Alter, ich brauch gleich einen Kaffee. Ich kann das in den Tank einfüllen, aber ich kann nicht da dran tanken. Hast du getestet? Ja. Das ist schlecht. Vielleicht kannst du es denn ja mit diesem Tank in dem anderen Tank reinmachen. Wow. Das heißt, von hier nach hier, dann von hier nach hier und dann kannst du von hier nach hier machen. Ja, und ihr lacht jetzt und gleich funktioniert es. Ja. Möglich ist alles hier. Das ist vollkommen korrekt. Haben wir nicht... Moment mal. Karte, hier. Nimmst du beides mit, Florian? Läuft bei dir. Und diese Autos sind jetzt hier. Hier ist wieder der rotes Autotrupp da ein. Fehlt nur noch das FBI mit einem roten Auto. Nö, ich glaube, du kannst den Sprit auch nicht verkaufen. Also du kannst hier diese Schmierstoff verkaufen, ja. Aber Sprit, weiß ich nicht. Wow, Hauptsache, du kannst Bier an der Tankstelle verkaufen. Weißt du, da weißt du Bescheid. Zucker, Kuchen. Die nehmen ja alles hier. Ja. Ist wie ein kleiner Supermarkt. Ja. Der hat sogar Wochenende offen. Richtig. Kossi, hast du noch Saatgut übergelassen oder nichts mehr? Keine Ahnung. Oh, das ist ein Nein bei dir. Mein Gerät war voll, also bin ich weggefahren. Wow. Weißt du, der Kossi lebt nach dem Prinzip, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Ganz genau. Ja. Da hast du deine lilanen Felgen gekauft. Ey, die sind voll hübsch, oder? Fragen wir den Leo, ich bin ein absoluter Spezialist, wenn es darum geht, irgendwas farblich zu kaufen. Hm. Hat man ja auf der... Oh, wie ist die Karte? Königsdorf, genau, da hatten wir das. Mit dem lilanen LKW. Ihr seid auch gar nicht nachtragend, weißt du? Das war LS15. Wow. Nee. Weißt du Bescheid? Da weißt du Bescheid, ja, das ist richtig. Aber trotzdem ist in jeder gefahren von euch, glaube ich.
ich war nicht da. Ja, du warst nicht da. Werner, bist du jetzt mal fertig mit Ansehen? Oder warte, was das für ein Monsterfeld hier ist? Komm mal nicht mal nach Hause, du. Außerdem habe ich gleich kein Saatgut mehr, das ist mein größeres Problem. Es sieht man das voll. Wunderbar, das höre ich gerne, da komme ich gleich mal vorbei. Aber tatsächlich sind wir tatsächlich schon wieder fertig für heute, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.